Alles wunderbar, alles super. Wie geht's dir? Danke, Philipp, gleich besser, Benjamin. Ich rede jeden Tag hin. Ja, ist doch gut, ist doch schön. Ist doch schön. Ja, mach das doch. Mach so, wie es für dich und am besten ist. Oben eigentlich, ja, sehr gut. Ich habe auch nur kurz so eine Stunde oder so gedöst. Ja, ist alles super. Ist alles super. Alles total gut. Total gut. Na gut. Aber jetzt, Philipp, wie machen wir das? Um 5 muss ich meine Schwester anrufen. Schade. Ja, mach das doch. Mach ich doch auch. Ich sag noch nicht, was denkst du, Philipp? Was denkst du? Da muss die Uhrzeit stimmen. Du kennst das doch. Nicht böse. Ne? Ja, ist doch gut. Ist doch, mach das doch. Ja, das meine ich nicht böse. Ja, lieben Gruß. So. Lieben Gruß an Christel, wenn du möchtest, wie du möchtest. Also, kannst du dir einen lieben Gruß sagen von mir? So, ja, ja, naja, das ist gut. Ja. Ja, ich mag ja Christel total. Ich finde Christel super. Ja, ich find's wunderbar. So eine super Sache, Philipp. Ja. Und das bekommen bist du überhaupt. Freut mich wirklich ganz arg. Und ich finde, dass du einigermaßen gut da stehst. Ja, ich stehe einigermaßen gut da, ja. Das stimmt. Also. Das stimmt, ja. Jo. Ja, ich bin ja dran. Ich bin ja dran. Ich versuche so gut es geht. Ich weiß es, Philipp. Und ist das schon so viel geglückt im Leben? Ja, das stimmt auch. Das stimmt schon. Also, meine anderen schaffen gar nichts. Also. Tja, und wenn natürlich immer die Mafia ankommt, sobald man wieder ein bisschen Geld hat und einem wieder alles wegnimmt, dann, das ist natürlich Quatsch. Da muss man dann Revolution machen. Ja. Weil das ist natürlich Unsinn. Also man kann ja nicht immer wieder anrennen, wenn die Mafia immer da bleibt und immer mehr kaputt macht. Ja, ja, klar. Irgendwann muss man dann sagen, so, jetzt müssen wir weg mit der Mafia. Ja. Verstehe ich. Nein, es ist ja gar nicht so einfach. Ja doch, es ist mittlerweile ganz einfach. Mittlerweile ist es so, ich brauche das auch nicht. Mittlerweile ist es halt so offensichtlich. Ne? Früher war das nicht so offensichtlich. Da war es nicht so, dass der Bundeskanzler einfach direkt 100 Millionen irgendwelchen Mafia-Fuzis gegeben hat. So offensichtlich war es ja früher nicht. Jetzt ist es ja wirklich total offensichtlich. Sehr verrückt. Ja, wirklich verrückt. Wirklich verrückt. Die sind verrückt, ja. Weil die einfach glauben jetzt, dass es mittlerweile so offen geht, dass sie eben das jetzt auch noch in den Nachrichten senden und sie damit durchkommen auf Dauer. Das ist ja unglaublich. Und die sind übrigens ganz sexy. Habe ich sogar schon. Die sind ja ganz sexy. Die sind ja ganz sexy, so in rosa. Ja, finde ich ja. Ja, die sind sexy. Ja, ja. Ich nehme mal dann das da weg. Ja, nimm das gerne, ja. Das darf ich. Weißt du, dann mache ich es so immer. Ich mache das ganz ordentlich. Dann weiß ich ganz genau, aha, habe ich genommen oder nicht. Mhm, ja, ist gut. Weißt du, also. Ist doch gut. Und 1A Pharma ist auch gut, ist der günstigste Anbieter. Das wusste ich nicht. Ja, also denke ich, ist so der günstigste. Ja, das ist der günstigste Anbieter. Das habe ich nicht gewusst, Philipp. Siehst du, was man immer alles lernt, wirklich. Ja. Und das stimmt schon wirklich. Also. Mhm. Das ist dann die letzte am Abend. Na dann eigentlich noch, nehme ich nicht, weißt ja. Nimm doch da einfach das Amisulprid, weil das kannst du echt nehmen, da wird man nicht dick. Na weiß ich, das mache ich dann auch, Philipp. Ich habe jetzt dann die neue Ärztin auch. Ja, oder hast du richtig auch ganz schlimm, ganz schlimmen Ausschlag. Weil jetzt wieder kratzt er und wie. Okay. Das habe ich gehabt, Philipp, wo ich wieder nicht mehr so gedöst habe, dann ist das blöd. Aber wird schon, Philipp, es wird. Ja, kauf dir diesen Heuschnupfen. Ja, mache ich auch, Philipp. Ja. Das mache ich auch, Philippchen. Mhm. Cortison, Heuschnupfen-Cortison. Ja. Spray. Und dann nehme ich nur Wasser. Ja, kannst du gerne nehmen. Aber du kriegst die natürlich. Das ist ja logisch. Ja. Ebenso viel. Aber ich glaube, es stimmt genau. Auf die Minute stimmt's. Naja, und wie geht's, Fifi? Ja, denke ich mal. Ja, eben. Ja, natürlich, Christel, ist doch klar. Und. Mhm. Ah ja, ja. Und ich habe einen lieben Überraschungsbesuch heute bekommen. Das Karlchen ist bei mir. Ja, nein, ich soll dich auch wirklich oder wirklich sagen. Ja, ganz liebe Grüße. Ganz liebe Grüße aus der Körper nochmal. Ganz liebe Grüße, mache ich natürlich. Zurück natürlich. Mhm. Das ist ja klar, Fifi. Ja, und ja, und Fifi, was machen wir morgen? Wart, Moment.
18.05 Uhr. Jawohl. Sagen wir einfach bis morgen. Bis morgen. Ja, sage ich ihm. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Liebe Grüße. Sie ist natürlich schon wie immer, Philipp, du kennst das ja, am Sprung sehr gebildet. Ich weiß. Sehr gebildet, Philipp, wirklich, muss man sagen. Und sie ist auf dem Sprung in eine Oper. Sie hat mal wirklich nicht gesagt, in welche. Mhm. Also das hätte ich, glaube ich, schon noch wissen, wirklich. Mhm. Nee, das hätte ich nicht wissen. Nein, und freut sich natürlich schon arg. Wetter bleibt noch, aber das in München durch Föhn und Gewitter ist natürlich schon ein bisschen schwieriger. Ne? Mhm. Also, ja, aber ich glaube, es ist guter Ding. Ja, freut mich für Sie. Schön. Und Philipp, was nimmst denn du überhaupt zum Abendessen? Weil da hast du ja gar nichts locker. Ja, das ist jetzt so, mal sehen. Also, vielleicht esse ich auch gar nichts Großes mehr. Nein, ich habe ja auch schon viel gebraucht. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob du ein Weggebrot isst. Nein, ich frage. Dann hätte ich Brötchen, Kekse. Ich weiß es noch nicht. Ich werde es ein bisschen abhängig machen davon, wie es so in einer Stunde, zwei Stunden ist mit Hunger. Du bist ja ganz unabhängig. Du kannst jederzeit alles essen und machen, wie du möchtest. So, ich muss jetzt kurz den Laptop aufladen. Ich komme gleich wieder. Klar. Ich bin gleich wieder da. Es ist ein bisschen umständlich, weil ich kein Einzelkabel habe. Ich muss es über den Laptop, über den Monitor machen. Vielleicht ist das mal so ein bisschen umständlich, weil man dann den ganzen Monitor aufbauen muss. Und jetzt das Film. Ja. So, ich mach's kurz. So. Habe ich den Rucksack gerade zufällig da eben? Ja, hab ich da schon. Aber das wusste ich jetzt nicht, Philipp. Da ist nämlich der Fuß drin. Ich muss den Fuß dann noch an den externen Monitor machen. Ja. Und. Ich habe gesehen, oben ist dieser WLAN-Extender. Ja. Auf dem Schreibtisch von dir. Ja. Das heißt, da kann ich mich dann auch drum kümmern, dass der dann funktioniert. Oh mein, super, Philipp. Das ist wirklich spitze, Philipp. Ja. Ja. Und da hatte ich dann den anderen. Nein, ich esse nie Gebrot. Aber jetzt weiß ich gar nicht, was du dann am Abend fertig. Ja, das weiß ich auch jetzt gerade nicht. Also vielleicht auch tatsächlich gar nichts. Hast du Marmelade eventuell? Hast du Marmelade? Doch, das habe ich, Marmelade und Butter. Dann würde ich vielleicht noch ein Gebrot essen. Aber du musst nicht. Doch, dann würde ich gehen. Das Kleckebrot bin ich eigentlich so, also nicht so der Mega-Fan von, aber wenn es jetzt so da ist, esse ich. Okay. Ja. Ah ja, habe ich ihn gekannt. So ich das damals gemacht habe, ich glaube, ich habe zuerst da reingestellt, weil das auch meiner ist. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht bei Christo, dass es da vielleicht von der zu dunkel ist, vom Schwarz-Farbton her, weil die Geräte Aluminium sind oder so. Und dann habe ich mir dann irgendwie dann weiterhin gedacht, dass ich mir dann einen aluminiumfarbenen kaufe. Ja.
Aber im Grunde ist es das gleiche Prinzip. Es ist ein 5K-Monitor, das heißt also sehr, sehr hoch auflösend. Ja. Das heißt für die Augen sehr angenehm. Ah ja, verstehe. Ja. Und ist auch neueste Technik. Neueste Technik. Also ist auch gut, wenn du vielleicht später mal auf Sendung gehst. Ja, ja. Ich habe mir diese Idee, dass du vielleicht mal auf Sendung gehst und Christel auch. Dass ihr da jeweils für euch eine Nische besetzt. Du eben im Bereich Architectural Digest, Art, alles was du so an ästhetischen Kunst, Möbel, alles was dir so auffällt, alles was dir so gefällt, auch sowas wie Gala, dass du das quasi reviewst. Also dass du quasi die Gala liest, aber nicht einfach für dich alleine, sondern vor einer Webcam, sodass du dann sagen kannst, guck mal hier, das ist gut oder so. Ne? Und dann hast du quasi ein Publikum. Ich verstehe. Vielleicht. Und dann kannst du eine Audience aufbauen. Ja, das musst du dann noch. Ja, ja, das ist die Idee. Das ist die Idee, dass ihr dann da auch in der Rente, gerade Christel zum Beispiel, bin ich mir sicher, würde da profitieren, weil sie ja so viel mitbekommt von ihren Kulturveranstaltungen. Dann aber irgendwie dieses Wissen hat, aber es kommt nicht so richtig an bei den Leuten. Ja, das ist ja quasi, bei mir kommt es ja auf jeden Fall nicht an, bei dir kommt es auch nicht wirklich an. Also wenn ich jetzt wissen wollen würde, wie gestern Abend bei Christel war oder wie dann heute Abend war, sie sagt es mir ja nicht so. Also, sie präsentiert es ja nicht in einem Format, dass ich das konsumieren kann. Wenn hält sie mir eine Stunde lang den Vortrag, wie das war, aber dann ist es wieder zu viel. So. Also, wenn sie das ein bisschen professionalisieren würde, dass sie sich also immer am Tag danach kurz hinsetzt und zusammenfasst, wie es war. Naja, ich verstehe. In einer maximal halben Stunde. So. Dann könnte ich das auch konsumieren. Dann könnte ich mir auch sie anhören, wie sie das berichtet. Wenn es so ausufert, so stundenlang, dann ist es too much. Aber wenn es so zugeschnitten ist auf eine halbe Stunde, dann kann ich mir das angucken. Und genauso wäre es bei dir auch. Du guckst ja auch die Gala und die Architectural Digest, guckst du jetzt ja nicht stundenlang an, sondern du guckst dir ja auch durch und da könntest du eben dich dabei filmen, dass du die entscheidenden Momente, die dir gefallen, herausragende Stücke, herausragende Architektur, Arrangements, dass du die dann betonst und zeigst. Und dann könntest du eben durchaus prägend sein. Ja, das ist diese Überlegung, dass das einem dann abgeschaut werden könnte. Aber ich denke, dass man am Ende durch dieses Mitteilen immer auch erstens mal selber Feedback bekommt. Das heißt, immer auch nochmal was noch Feineres mitgeteilt bekommt. Weil es ist ja auch so, es gibt ja auch Deadlines bei diesen Magazinen. Das heißt, das ist ja nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern das ist halt irgendeine Deadline, da ist ein Redaktionsschluss und da wird dann halt einfach mit dem Bestehenden, was eben da war, ein Magazin gemacht oder eine Zeitung gemacht. Aber jemand, der totaler Insider ist, der zum Beispiel Innenarchitekt ist oder so, der kann dann basierend auf deiner Analyse sagen, ja, aber der Gabi würde vielleicht nochmal dieses Stück genau am besten gefallen, dieses Stück, was aber gar nicht gefeatured wurde. Das heißt, man bekommt eben auf jeden Fall mal die Möglichkeit, dass man zugeschnittenes Feedback bekommt, was man sonst nicht bekommen würde. Also es ist auf jeden Fall so, dass man die Möglichkeit hat, Feedback zu bekommen, was man sonst definitiv nicht bekommen würde. Und außerdem ist es wahrscheinlich dann mit der Zeit so, dass sich sowieso die Wahrheit in allen Bereichen durchsetzt. Also es gibt dann eben gewisse Sachen, zum Beispiel Apple-Produkte, wo einfach klar ist, okay, diese Produkte sind einfach der Goldstandard. Keiner will mehr Windows. Ne, es ist dann einfach offensichtlich. Und so ist es halt auch im Bereich des Designs und im Bereich der Schönheit. Es ist dann eben klar, irgendein besonderer Stuhl, zum Beispiel dieser Eames James oder wie dieses Ehepaar, ne, dieses diese mit dem Metallfuß und dann mit diesem Plastik, Eames Plastic Chairs.
Da ist einfach klar, okay, das ist einfach ein Design, das ist einfach gut. Mhm. So, genau. Und da kann einem... Ein Bild ist bestimmt Philipp, wie das vielen anderen Menschen nicht gefällt. Also nicht ich glaube aber, da ist es schon, also das ist ja von Charles und Ray Eames, da würde ich sagen, ist es aber schon relativ klar, das ist so ein Design, wo eigentlich fast jeder sagt, okay, es ist ein gutes Design. Also es gibt kaum jemanden, der sagen würde, es ist totaler Murks oder so. Während bei Windows es ja schon so ist, bei Windows sagen ja fast alle mittlerweile, naja, besser gehst du immer zu Apple. So, und so ist es ja da im Grunde nicht. Da ist ja klar, okay, alle sagen, ja, ist ein guter Stuhl. So. Mhm. Da sagte keiner, ja, geh mal lieber besser dahin, sondern alle sagen, ja, okay, stimmt, ist ein guter Stuhl. Und so ist es aber im Grunde mit allem, dass ich in jedem Bereich, egal ob es jetzt ein Betriebssystem ist oder ob es im Bereich ein Stuhl ist oder ob es im Bereich Kleidungsstil ist, in jedem Bereich wird sich eben ein gewisser Standard durchsetzen. Das heißt ja nicht, dass dann alle den gleichen Stuhl haben. Ja. Aber es heißt natürlich schon, dass eine gewisse Art von Standard dann sich durchsetzt. Und das soll ja sogar so sein. Das soll ja so sein, dass es einfach dann nichts drunter mehr gibt. Ne, dass es dann halt nicht mehr irgendeinen Scheißstuhl gibt, sondern dass es dann immer nur noch mindestens diesen Eames-Stuhl gibt. Oder da gibt es noch 10 andere, die ähnlich gut sind, aber es fällt auf jeden Fall nicht mehr drunter aus. Ja, genau. Insofern würde ich sagen, ist das einfach dann gesamtgesellschaftlich ein gewisser Standard, der sich dann durchsetzt. Das stimmt natürlich. Der dann uns wieder zugutekommt. Weil egal, ob man dann ins Krankenhaus geht oder irgendwo in ein Hotel, es wird dann niemals schlechter ausfallen als dieser Standard. Mhm. Mhm. Und das ist schon mal sehr viel wert, weil dann hat man nicht irgendeinen Scheißstuhl, auf dem man sitzt. Also ich würde sagen, es ist unterm Strich immer besser, sein Wissen zu teilen. Besonders jetzt in diesem Moment, wo wir die Mafia absägen. Weil im aktuellen System ist es tatsächlich so, dass man ja konkurriert. Die Mafia, meine Schwester, hat wie du denkend. Ja, natürlich, die Mafia geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Das ist total schlimm, total scheiße, die Mafia. Ja. Und das also bei der Offensichtlichkeit. Ne? Also 100 Millionen hat er einfach von unserem Steuergeld einfach dem Banker gegeben. Und Banker weiß ja jeder, ist ein Bankster. Das sind Gangster. Banker sind Bankster. Heißt auf Deutsch gesagt, ne, die Kombination von Banker und Gangster. Bankster. Ja. Ne, das sind einfach Verbrecher. Das sind einfach Verbrecher, die ganzen Bankster. Weil man die ja nicht braucht. Der Witz ist, das verstehen halt viele Leute nicht. Der Witz ist, die Bankster kriegen ja von der Zentralbank das neue Geld. Der Punkt ist aber halt, man braucht die Bankster nicht. Man könnte auch direkt zu der Zentralbank gehen, man braucht die nicht. Die sind komplett überflüssig und immer wenn halt Leute irgendwie Geld bekommen, ohne dass sie... Ja, es sind viele, es sind aber vor allen Dingen halt komplett überflüssige Leute, die sich nur bereichern. Die einfach nur, sagen wir, 1% oder 3% nehmen von einer Transaktion, wo sie eigentlich gar nichts dran verdienen sollten. Und das ist halt einfach Schutzgelderpressung. Das nennt man halt Schutzgelderpressung. Das ist halt einfach unter aller Sau. Und dass er solchen Leuten dann also unser Steuergeld einfach gegeben hat. Das ist halt einfach unter aller Sau. Er ist total kriminell, aber es ist halt total, total verbrecherisch. Also es ist ganz, ganz schlimm. Und logischerweise geht das überhaupt nicht. Es ist nicht so, dass man dann sagen kann, ja, ist irgendwie passiert. Nee, gar nicht. Also es geht gar nicht. Ja, und deswegen, das ist jetzt halt noch die Phase, wo wir eben sowas klären müssen. Aber es wird dann in 10 Jahren natürlich völlig normal sein, dass es sowas nicht mehr gibt. Das wird es einfach nicht mehr geben. Es wird es nicht mehr geben, sowas. Es wird diese Art der Mafia-Dynamiken wird es nie wieder geben, weil einfach klar ist, dass wir so ja gar nicht arbeiten können. Wenn man so vorgeht, geht alles vor die Hunde. Ne? Also dann kommt der Klimawandel, dann gibt es Kriege. Das geht so nicht. Man kann so nicht, so arbeiten einfach. Ja, ich finde es ganz schlimm auf jeden Fall auch. Also die Idee wäre, dass du, wenn du dir eben so Designs anguckst, oder zum Beispiel auch Vitra-Designs, zum Beispiel die Firma Vitra, ne? die machen zum Beispiel auch ganz interessante Sachen, von denen ist auch, wird auch dieser Eames-Chair vertrieben, nur so als Beispiel, dass du so eine Art Innenarchitektur... Das ist so ein Elefant. Ah ja, ich habe jetzt nicht so genau so gesehen, ja. Hübsch, auch hübsch. Hübsch, ja. Auch hübsch. Also, dass du vielleicht dann auch in Zukunft sowas wie Innenarchitektur machen könntest.
Natürlich nur so wie du möchtest, also nur so wie du Lust hast. Ich bin ja keine Innenarchitektin. Naja, das ist, weil du, ich glaube, das wäre was dich erfüllen würde. Ah ja, macht dir auch Spaß. Also sowas zum Beispiel wie damals, als wir bei dem Herrendorf waren, wo wir da saßen und da so dicke Bücher hatten. Weiß ich schon noch. Ich weiß gar nicht mehr, was wir damals gesucht haben. Stuhl, glaube ich, oder so. Oder einen Tisch. Ich weiß nicht mehr, ob es der Tisch war für meinen Schreibtisch. Ja, oder ich glaube, es könnte was sein. Könnte sein, dass es das war. Ich weiß es nicht mehr genau, was es war. Dass du sowas mal vielleicht machst, dass du sagst, okay, du gehst mal eine Woche lang, von morgens bis abends, also 8 Stunden, zu Herrendorf, trinkst da Kaffee, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, als da am... Also eine Nachfolger. Ja, Nachfolger. Also sagst du, ja, guckst hier einfach mal... Das ist doch alles auch ein Gang, ja, wie auch immer. Also du guckst dir das einfach mal an, was die alles so für Kataloge haben. Ja. Und nimmst mit deinem Handy Fotos auf von den Stücken, die dir am besten gefallen. Genau. Und dann könntest du ja vielleicht so eine Art... Konzept entwerfen, wie man zum Beispiel schöne Räumlichkeiten für zum Beispiel jetzt irgendwie einen Club oder so ausstatten sollte. Ah ja, das verstehe. Nur als Beispiel. Ja, verstehe. Oder eine Bar oder so. Oder ein Restaurant oder so. Dann könntest du dir diese Sachen überlegen und eventuell dann präsentieren, was dir aufgefallen ist, welche Möbel dir am besten gefallen haben. Und ich glaube, das wäre eine Aufgabe, weil dir das total liegt. Die ist ja spannend. Die ist total spannend und die ist auch total cool und die ist auch total sexy und total gut. Also ich glaube, es würde dir total liegen. Ja, das ist ein Das solltest du vielleicht mal in Angriff nehmen, weil ich glaube, das wäre einfach, du würdest da quasi gar nicht bemerken, wie du da stundenlang eben aufgehen kannst in diesen ganzen Katalogen und in diesen ganzen Meditationen, was man da machen könnte und so. Also ich würde es dir raten. Und dann eben eine Webcam-Show draus zu machen, dass du dir diese Kataloge holst oder eben nur die Fotos zeigst, reicht ja auch. Ja. Und dann den Leuten eben berichtest, wie du zum Beispiel einen Club einrichten würdest. Ja, ich verstehe. Oder wie du zum Beispiel ein Restaurant einrichten würdest. Oder so, ne? Oder einen Wohnbereich oder so. Was auch, das kann ja alles Mögliche sein, einfach nur so mal. Nee, das verstehe ich für mich. In diese Richtung. Das verstehe ich halt voll. Also, ja. Ja, das ist ja irre, ne? Ja. Na, da gibt es ja heutzutage schon wunderschöne Sachen. Merke, wenn ich da nur so an meine Eltern denke, Philipp, obwohl die war auch, also auch der Papa, auch Mama auch, mehr noch der Papa. Sehr viel Geschmack hatten. Ja, auf jeden Fall. Wirklich, wirklich, auf jeden Fall. Na, aber es gab nicht die Auswahl. Ja, das ist natürlich ein neueres Phänomen, dass es das überhaupt gibt, so dieser Bandbreite. Aber auch jetzt im Vergleich, Philipp. Also, es kann man sich ja auch nicht vergleichen mit früher, was da gab. Naja, ich denke, dass durch das Internet jetzt natürlich dieser Markt total existiert, dass man einfach in der Breite gucken kann, dass man sich 100 Sofas anguckt, wo man früher nicht 100 Sofas hatte, die man überhaupt angucken konnte und wo es ja auch mit dem Internet das nicht gab, diese Möglichkeit, sich 100 verschiedene Sofas anzugucken. Man ist dann in den Laden gegangen, hat sich da vielleicht bei 3 Läden, 5 Läden vielleicht inspirieren lassen. Genau. Aber man hatte halt nicht 100 Sofas am Ende dann. Und war dann vielleicht von einem so angetan? Ja, dann war man vielleicht von einem angetan und hat man das genommen. Aber jetzt natürlich ist es so, dass man sich ja auch theoretisch alles selber bauen lassen könnte, wenn man wollte. Man kann ja auch in China und so, man könnte man ja sagen, so, es gibt ja sogar die Möglichkeit, sich ganze Bilder nachmalen zu lassen. Das kommt drauf an, wenn die das zum Beispiel mit irgendeinem gewissen Dreh machen, finde ich gar nicht schlecht. Also irgendein berühmtes Bild und dann irgendwie in einer anderen Farbgestaltung. Also es gibt zum Beispiel diesen Mao von wem ist der Mao? Ich glaube von diesem Homosexuellen, wie heißt er nochmal, der immer so, der diese Dose auch gemacht hat, diese Dose, Andy Warhol, glaube ich. Ich glaube, es gibt von Andy Warhol einen Mao. Mao, Andy Warhol. Ja, das stimmt, Philipp. Ich hätte gesagt, ja. Warhol, sowas zum Beispiel, das finde ich schon cool, wenn man dann so, das ist natürlich eigentlich unbezahlbar, kostet irgendwie 30 Millionen oder so. Also das ist natürlich unrealistisch, dass man das besitzt in dem Sinne. Ne? Aber wenn man dann sowas zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, hier ist natürlich ein bisschen matt. Mal gucken, wie so ein bisschen so ungefähr sieht er aus. Also man könnte jetzt eine andere Farbgestaltung nehmen. Ne? Genau. Man könnte jetzt einfach sagen, gut,
irgendwie griller oder stärker. Das sind ja wundervolle oder so, ne? Farben auch. Ja, ja, genau, zum Beispiel. Aber es gibt halt in ganz vielen verschiedenen Farben. Und ja, sowas zum Beispiel. Finde ich ganz lustig. Ja, ganz schlimm. Du hast ja auch immer tolle Ideen. Ja, ja. Tja, ja, ja. Und Philipp, hast du noch eine Wasserflasche? Nein, ich habe sie gerade noch mit nach oben genommen. Ich hole mir dann. Das ist schon okay. Und zwar, wenn du runtergehst, ja. Philippchen, dann ist es die Treppe runter, geradeaus und dann ganz links sind ganz viele Müssten da sein. Von deinen. Und die anderen haben wir auch noch. Ja, dann gehe ich doch mal auf diese Uhr. Also ich bin mir ganz sicher, Philipp. Ich bin hier. Links, Philipp, links. Aber links da ist noch nichts. Doch, Philipp, warte, ich komm. Links, komm, Kali. Ganz viel, Philipp. Nee, doch. Bist du versteckt? Hier, so, Philipp. Rechts. Da ist noch nichts. Gesehen. Und so. Ja, und Karche, ich lasse dich wieder ja, an. Ja, mach das. Und gut natürlich arbeiten, aber ich glaube, das schaffst du hier. Ich kann hier sehr gut arbeiten. Ja. Ich mach hier zu. Ja, bitte mach das. Ja. Ich wünsche mir, es passiert mir jetzt nichts. Also kleine, wenn wir zu zweit sind. Ja, ja. Na, da habe ich gar keine Bedenken, ich. Ja. Komisch, das ist so viel. Ich darf wieder mal durch. Ja, natürlich. Du bist mein absoluter Goldschatz. Ja, danke dir. Du darfst noch mal glauben, Philipp. Ja. Oh, war das schön, Philipp. Ich lasse es einfach alles so. Jetzt ist Banane, ist auch noch mal. Ja, vielleicht esse ich auch einfach eine Banane. Also, weißt du was? Ja. Käse muss ich meiden, sonst wird er schlecht. Das muss ich natürlich schon machen. Das wäre schön. Ja. Da geben so viele Menschen, Philipp. Ja, die verhungern nur wegen der Mafia. Ne? Die sind eigentlich ganz einfach zu ernähren. Das ist nicht teuer. Man muss denen nur ein bisschen Reis geben und dann würden die alle überleben. Das ist nur die Mafia, die einfach nicht versorgen will und deswegen die halt einfach ermordet effektiv. Das sind 25.000 jeden Tag, weltweit gesehen natürlich, aber das sind im Jahr 9 Millionen Menschen, die verhungern. Die verhungern halt nicht einfach so, sondern das ist halt unterlassene Hilfeleistung. Das ist halt ermordet. Das ist halt wirklich, die Mafia ermordet 9 Millionen Menschen jedes Jahr. Weil sie eben das einfach nicht wollen, dass es zu viele Menschen gibt, weil die dann natürlich Revolution machen würden. Deswegen ermordet die Mafia 9 Millionen Menschen jedes Jahr. Und 800 Millionen Menschen hungern. 800 Millionen Menschen hungern, also ganz, ganz schlimm. Das hat noch eine viel schlimmere Dimension, eigentlich 800 Millionen hungern. Das sind 10% der Bevölkerung, die hungern. Ganz krass, ganz krass. Ja, ganz, ganz schlimm. Ja, gut, allen gutes Nächte oder gutes Dösen. Danke. Und gutes Schaffen. Ja. Ach, du bist da wirklich tough, Philipp. Ja, das geht, ja. Gut, alles Gute, Gabi.